Ich muss das gleich mal austesten. Ich sage euch danach Bescheid. Also ich gehe jetzt mal rüber. Wir machen alle miteinander rum und dann komme ich nochmal zurück. Meine Füße, weil ich habe so einen Hallux, hier so einen Knochen. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Hallo. Bist du bereit für dieses Video? Grüß euch. Stell dich bitte kurz vor. Hallo, klar bin ich bereit für dieses Video, sofern man dafür bereit sein kann. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt. Und für alle, die mich natürlich noch nicht kennen, ich bin Sunny. Hallo, Leute. Ja, was geht ab? Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich bin gespannt. Okay, können wir das überspringen? Ich bin Caro. Ich bin 20. Ich mache YouTube und Instagram. Hi. Ich bin Benna, ich bin 27 Jahre alt und ich komme aus Düsseldorf. Hi! Ich bin Tina Tiny, so wie es... wie mich Sunny nennt. Nein, Tina. Wie zufrieden bist du mit deinem nackten Körper? Mega! Ich habe halt so ein bisschen Zellulite hier und da und so und ich finde, das ist optimierungsmöglich. Recht zufrieden. Also ich glaube, es gibt immer so ein paar Sachen, die man ändern könnte und ich wünschte, ich würde einfach Sport machen, dann... wäre ich, glaube ich, noch zufriedener, aber ich habe keine Lust. Zellulite ist halt was komplett Normales, Leute, ne? Das will ich an der Stelle mal sagen. Ich habe das halt, es ist menschlich. Aber ich glaube, wenn es jetzt meine perfekte Vorstellung wäre, würde ich es mir halt gern wegdenken. Aber es ist da, es gehört zu mir and I love it. Ich bin voll der offene Mensch. Ich renne auch sehr gerne in meinem Zuhause oder in Räumen, wo ich mich wohlfühle, sehr gerne freizügig rum. Also es ist okay, aber es gibt auf jeden Fall immer was zu verbessern. Ich bin... zufrieden einfach. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Sehr zufrieden. Alles tutti frutti. Für mich ist auch immer Sommer zu Hause. Nie lange Hose. Ich kann mich nicht beklagen. Verbesserungsbedarf ist immer da. Aber passt. Wer kommt bei den Männern von euch am besten an? Wer kommt bei uns von den Männern am besten? Boah, oh mein Gott, das ist so schwierig. Ich glaube, am allerbesten... Wir haben so alle unsere Goals. Also so jeder ist so ein bisschen so anders. The tea. Scheiße. Ich glaube, am besten kommt Bella an. Ich würde sagen... Bella. Ja, ich würde sagen, Bella kommt am besten an, so wie ich das immer so lese überall und man sieht es. Also irgendwie, ich glaube, alle geiern auf Bella. Also erstmal glaube ich auf jeden Fall, dass wir jetzt alle nicht ankommen. Aber zum Beispiel Tina ist so ein... richtig offener Mensch, so richtig outgoing und ich glaube, das kommt halt super gut an. Also sie ist halt direkt Friends mit den Leuten und kann sich mehr auf die Leute einstellen und ich zum Beispiel, ich bin eher so voll zurückhaltend und ich glaube, deshalb komme ich gar nicht so schnell mit Menschen in Kontakt, sei es jetzt männlich oder weiblich. Tina kommt sehr gut an. Beschreibe dein Leben in 3 Worten. Für immer Studentin. Ich bin noch so Mama-Kind. Und super aufregend. Adorable, nein, Spaß. Ich bin wirklich so schlecht in sowas. Ich kann sowas gar nicht. Mein Leben in 3 Worten. Aufregend, cool und das, was ich mir je gewünscht habe. Wow, das ist so deep. Oh Gott, ich kann mich immer so schnell entscheiden bei so wenigen Worten. Aufregend, eigentlich nicht so abenteuerlich. Anders, als ich es mir halt früher gedacht habe, obwohl eigentlich auch gar nicht. Also ich wollte eigentlich immer so genau so ein Leben führen, aber ich glaube, ich habe gedacht, ich verrotte in so einem langweiligen Job. Nicht langweilig, also unlangweilig. Ist es ein Wort? I don't know. Und geil. Aufregend, spannend auf jeden Fall und ungeplant. Aufregend und spannend ist ziemlich gleich, aber aufregend, spannend und ungeplant, weil ich mir nichts Besseres gerade einfällt. Ranke dich und die andere nach Intelligenz. Ranke. Okay, Intelligenz. Okay, aber no shade, ja? Oh mein Gott. Haben die anderen das jetzt auch beantwortet? Ich mag alle und wir sind alle schlau, aber ich mache es jetzt einfach mal nach dem Alter, ja? Ich komme als Letzte, dann Sonny, dann Tina, dann Bella. Ich setze uns alle auf Platz 1. Oh mein Gott, das ist ja so gemein. Ah! Wenn, ich weiß ja, es gibt immer so soziale Intelligenz und dieses Allgemeinwissen, da bin ich komplett lost. Also da bei Allgemeinwissen würde ich mich tatsächlich schon eigentlich ganz nach hinten setzen. Also ich würde sagen, Bella ist am schlauesten. Auf jeden Fall kommt sie auf mich so rüber. Caro weiß auch viel über vieles. Tina aber auch. Ich glaube, Tina bildet sich immer so voll viel weiter irgendwie. Dann komm, ich mache mich auf den letzten Platz. Caro, dann Tina, dann Bella. Können die sich nicht auch die Plätze teilen? Also da Bella die Älteste... Ich erkläre euch das jetzt einfach mal alles. Bella ist die Älteste, also hat am meisten Lebenserfahrung. Deshalb würde ich Platz 1 sagen. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Caro, ich oder Sunny, 3 oder 4, das ist jetzt schwer, ja? Ich will dich echt nicht beleidigen, Sunny. Ich würde sagen, mich auf 3 und Sunny zuletzt.
Obwohl, nein, wir sind alle so neugierig und googeln alles. Das ist mega schwer. Wurdest du schon mal gekorbt? Ich wurde schon mal gekorbt, ja. Oh mein Gott, und mein Herz war so gebrochen. Ich wurde tatsächlich erst einmal so richtig in your face gekorbt, dass es wirklich so richtig schlimm war. Beziehungsweise davor gab es irgendwie nie so richtig die Möglichkeit. Ich wurde, glaube ich, einmal noch gekorbt, aber das fand ich so ganz schlimm für mich. Aber einmal richtig, richtig krass. Ich wurde einmal gekorbt. Möchte das hier aber auch nicht weiter ausführen, weil ich glaube, es ist voll peinlich. Boah, ja super, dass ich hier auch so einen Fleck habe. Herzlichen Glückwunsch, Bella. Ja, klar. Normal, gehört doch dazu. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, du. Ja, und ich muss sagen, sowas passiert. Und sowas ist auch gut, dass sowas mal passiert. Dass man sowas auch mal durchlebt hat. Und, like, I don't freaking care anymore. Boy or girl, bye. Bin mir nicht sicher, ob das so ein Korb ist. Also man hat so geschrieben und dann ging das aber irgendwie nicht mehr so richtig weiter. Ist das dann schon ein Korb? Keine Ahnung. Was würdest du an deinem Körper verändern, wenn du könntest? Ich würde nichts mehr verändern. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist. Und ich weiß auch, dass niemand perfekt ist und niemals perfekt sein kann. Und es bringt mir nichts, immer irgendwas Neues zu finden, was ich nicht mag, um es dann verändern zu lassen. Also das ist mir viel zu anstrengend. Und ja, meine Arme. Ich hasse meine Arme so. Hello, wie die einfach winken. Ich zeig's euch lieber nicht. Oh doch, eine Sache, die ich verändern würde, meine Füße, weil ich habe so einen Hallux, hier so einen Knochen. Und ich glaube, irgendwann kriege ich Schmerzen, jetzt noch nicht, aber das wäre vielleicht mal irgendwas, was ich verändern würde. Aber eigentlich nichts verändern. Ich sage das ja vor oft, ich würde voll gerne meine Gesichtshälften so angleichen lassen, weil ich finde diese Seite, also jetzt mag ich irgendwie diese Seite gerade, aber eigentlich mag ich diese Seite nicht. Also ich finde, mein Mund ist hier so anders, seht ihr das? Hier, schaut so, ha, ich rede und so, ha, 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 ich rede und das würde ich einfach gerne irgendwie anpassen lassen. Aber ich würde alles ein bisschen straffer machen. Alles ein bisschen straffer, aber ohne Sport bitte, weil ich ungern Sport mache. Das wäre schön. Falls jemand einen Tipp für mich hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wie, ohne Operation, wird alles an meinem Körper straff. Und ich hätte gerne 5 cm mehr, viele Männer kennen das, an meinen Beinen aber. Hast du schon mal jemanden sehr verletzt? Schwierig, also körperlich nicht. Aber ich glaube mental schon. Also ich habe auch schon mal eine kleine Herzensbrecherin, leider. Mehr sollten wir darauf nicht eingehen. Boy, wenn du das siehst, tut mir wirklich leid. Und ich glaube, Freundinnen habe ich auch schon mal so ein bisschen verletzt. Aber nicht so richtig. Also ich glaube eher Jungs, ja. I'm the heartbreaker girl, gangster, shit. Also die Frage ist ja jetzt, ne, ob physisch oder psychisch. Aber wenn man jetzt so von diesem Ding her, like Breakup oder so, dann, also so mit Beziehungen oder so, würde ich schon sagen, dass ich mal jemanden schon verletzt habe. Und in Freundschaft hat man bestimmt auch mal jemanden verletzt. Ich denke schon, aber eher unbewusst. Ich würde jetzt nicht jemanden absichtlich verletzen wollen. Also das ist jetzt, da bin ich jetzt nicht der Typ vom Mensch für. Ich habe schon mal jemanden sehr verletzt. Aber, also eine männliche Person. Aber es ist immer besser so, wenn man ehrlich ist und dann tut's weh, als wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, jemanden hintergeht oder so. Deswegen, dann tut's vielleicht erstmal weh, aber man hat wenigstens niemanden belogen oder so. Wer von euch ist der beste Küsser? Ich würde sagen Tina oder Sonny. Glaube ich. Irgendwas von beiden. Ich würde mich selber zum Beispiel nie sagen, ich wäre der beste Küsser oder so. Nicht, weil ich nicht küssen kann. Lol. Sondern ich finde es einfach weird. Aber ich glaube echt Tina oder Sonny, beide. Alle Leute, die mich schon mal geküsst haben, schreibt es in die Kommentare. Wir sind bestimmt alle auf dem ähnlichen Level. Reicht es? Also ich würde sagen, wir können alle gut küssen. Ich kann mir bei jedem von denen vorstellen, dass sie gut küssen können. Also da ich noch mit keinem von den Mädels rumgemacht habe, kann ich das nicht ranken jetzt gerade. Also ich muss das gleich mal austesten. Ich sag euch danach Bescheid. Also ich gehe jetzt mal rüber. Wir machen alle miteinander rum und dann komme ich nochmal zurück. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich denke Sunny, weil irgendwie passt das zu der. Die ist nämlich so, ich glaube Sunny ist so offen. So, wisst ihr, was ich meine? Ach ja, Sunny. Bist die beste Küsserin, du. Wie attraktiv findest du dich selbst? Mut schaust attraktiv aus. Ich würde schon sagen, ich bin relativ attraktiv. Ich bin aber vom Typ her jemand, der nicht sehr vielen gefällt, sondern man muss diesen Typ mögen, glaube ich. Auf einer Skala von 1 bis 10, sage ich jetzt mal, gibt es Tage, da fühle ich mich wie so eine minus 3. Besonders in einer bestimmten Zeit des Monats. Es gibt aber auch Tage, da fühle ich mich wie eine absolute 11. Vor allem, wenn man sich dann mal so hübsch gemacht hat, man hört Musik, dann ist man im Vibe. Vielleicht kommt man gerade oder ist gerade frisch im Urlaub, da ist man schön gebräunt und dann hat man einen guten Hair Day. Das schwankt bei mir tatsächlich von so einer wirklich im Minusbereich bis auch mal einfach, ich fühle mich gerade ein bisschen zu hübsch. Aber im Normalfall fühle ich mich so bei einer 6. Ich
habe mich früher immer so voll ertappt, dass ich mich in so Gruppen manchmal so voll unattraktiv gefühlt habe, aber ich habe mich zurzeit wieder so richtig selber gefunden und bin schon eine Schnitte, hör mal. Hey, ich finde mich mega attraktiv. Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich selbst finde mich schon gut. Also ich gucke mich, ich mag das auch voll gerne, wenn ich, das hatte ich auch letztens, wenn man so einen schlechten Tag hat und dann wieder einen guten und dann denkt man sich so, hey, und dann macht man sich fertig, schminkt man sich, macht die Haare und dann denkt man sich so, ja. Dankeschön. Tschüss. Thanks for having me. I'll bring the next one. Adieu, ist so angenehm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es aufschlussreich. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und folgt auch gerne natürlich Bella, Caro und Tina, die hier mitgemacht haben, netterweise. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns für das nächste Video wieder.